Hat dich das jemals interessiert, im Orchester zu spielen, oder war das ein Bereich im Schlagzeug, der außen vor war, eben weil du dich mehr mit Kammermusik und solistischen Projekten beschäftigt hast? Ich habe als Kind also es ging eigentlich so los, als ich glaube 10 Jahre alt war, habe ich Pauke gespielt im städtischen Blasorchester in Essen. Ja, und da haben wir ja, tolle Sachen gemacht, also viel Filmmusik, Mission Impossible, Star Wars, also richtig schweres Zeug auch für die Pauke, und da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Also da bin ich, profitiere ich heute noch von. Hast du noch andere Leute, die dich inspiriert haben, jetzt außer Peter, die dich auch vielleicht auf eine ähnliche Art und Weise inspirieren? Also Schlagzeuger ganz früh Evelyn Glennie, ganz klar. Das war ja eigentlich so die erste Schlagzeugsolistin überhaupt, kann man sagen, ne? Die weltweit ja wirklich wahnsinnig viel unterwegs ist und viele, viele tolle Projekte spielt. Und die war so ein bisschen mein Vorbild, als ich ganz klein war. Da gibt es wahnsinnig viele tolle, tolle Leute, die mich inspirieren und die einen weiterbringen. Wichtig ist, glaube ich, dass man da so im Fluss bleibt. Und dass man immer neugierig und hungrig ist auf neue Sachen. Aber du hast von dir aus schon immer so eine Motivation gehabt, dich zu informieren, dich weiterzuentwickeln und auch Horizonte zu öffnen. Oder hattest du jemals auch Zweifel, dass der Weg, den du einschlägst, der richtige ist? Oder? Nie, nie, noch nie eigentlich. Seitdem ich denken kann, war das für mich eigentlich Schlagzeug. Und ich glaube, als Schlagzeuger liegt es in deinem Naturell, dass du neugierig bist. Allein das Instrumentarium. Gibt das ja her, ne? Es ist unbegrenzt und du bist ständig auf der Suche nach neuen, guten, interessanten, leckeren Klängen, die irgendwie jetzt hier und da passen. Ja.